Mein inbrünstigster Wunsch ist es, dass ich nicht ersetzt werde, bis ein neuer Präsident gewählt wird. Das war eine der letzten Ansagen der legendären US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg, bevor sie am Freitagabend starb. Soll erst der neue Präsident nach der Wahl, angesetzt für den 3. November, bestimmen, wer RBG, so ihr Kürzel, im neunköpfigen Gremium auf Lebenszeit ersetzen soll? Donald Trump hat nun die historisch einzigartige Chance, die Machtverhältnisse am Verfassungsgericht auf Jahrzehnte zu verschieben. Also werden wir die gleiche Justiz für Bürger aller Rassen, Hautfarben und Religionen wahren und ich werde nächste Woche einen Kandidaten vorschlagen. Es wird eine Frau sein. Aber natürlich keine, die den Demokraten nahesteht, wie die Verstorbene. Den vier linken Richtern war es unter Bader Ginsburg manchmal gelungen, den vorsitzenden Richter auf ihre Seite zu ziehen. So stoppten sie mehrere Vorhaben Donald Trumps, eine Politologin. Schockierend ist die Heuchelei der Republikaner, angeführt von Senator McConnell, genau das Gegenteil ihrer Position, als Richter Scalia starb und Barack Obama im Amt war, aber nicht wiedergewählt werden konnte. Damals hielten sie den Sitz mehr als 400 Tage vakant und jetzt drücken sie die Neubesetzung durch. Bisher war das Gericht politisch annähernd gleichgewichtig mit Sympathisanten von Demokraten und Republikanern besetzt. Ex-Präsident Barack Obama plädierte dafür, auch diesmal mit der Neubesetzung bis nach der Präsidentenwahl zu warten.